This year by Revelations 2. Hier ist eine Nachricht. Willkommen im Kierling. Wo alles... Ich kenne nicht Ding, wovon du redest. Ich sehe jetzt nur einiges deutlicher. Ich dachte, es war richtig, was ich tat. Wir werden innig miteinander verbunden sein. Sie haben sie umgebracht. Und der Leiter, die so eine schlechte Tochter war. Die alte Hexe wird dafür bezahlen, was sie getan hat. Ich zerquetsche dich mit bloßen Händen. Was weißt du über Moira? War Moira bei dir? Barry. Oh Gott. Es tut mir so leid. Sie ist leider... Ich wollte sie retten. Ich hätte... Nein. Moira. Warum, Kleine? Ja. Geht's dir gut? Hey, was ist passiert? Natalia, Süße, wo ist Wesker? Sie ist woanders hingegangen. Oh, okay. Hauptsache ist, dass du sicher bist. Wo sie auch hin ist, wir können sie noch kriegen. Du bist nicht verletzt, oder? Nein, mir ist nur die Luft weggeblieben. Weißt du, wohin Wesker gegangen ist? Ich glaube, auf die andere Seite vom Berg. Na gut, dann gehen wir besser die Felswand wieder hoch. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil Revelations 2 hier auf dem Delivery Channel mit mir, dem Rage. Und ja, es geht endlich weiter. Wir haben ja jetzt eine sehr, sehr lange Pause auf unserem Delivery-Channel gehabt mit unseren Videos und dazu gleich mehr. Ich gucke, ob ich die Zeit gestoppt habe. Ja, die Zeit habe ich gestoppt und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal direkt los. So, warum haben wir so lange keine Videos gemacht? Das lag daran, dass wir leider nicht allzu viel Zeit hatten. Wir haben so ein paar Dinge vorbereitet, dann musste der Cloud zum Beispiel mega viel arbeiten, der hat Nachtschicht gehabt und so eine Scheiße, da musste der dann immer Überstunden schieben und so weiter und so fort und der Disarok, der war viel bei seiner Freundin und konnte deswegen halt auch keine neuen Videos online stellen. Ich hatte auch viel zu tun, also Leute, es gab haufenweise Sachen zu tun. Und wir haben nichts Neues, wie ich gerade sehe. Oder? Nein. Oh, okay, läuft. Dann ist dieser Raum eigentlich voll für die Katz. Ich muss mich gerade erstmal wieder reinfinden. Wir haben jetzt, glaube ich, 2 Wochen keine neue Resident Evil Folge hochgeladen. Kann das sein? Und davor hatte ich vorproduziert. Das heißt, ich habe jetzt schon bestimmt 3 Wochen kein Resident Evil mehr gespielt, Leute.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich werde mich mal bequemer hinsetzen. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ich glaube, Moira ist gestorben. Ja, das war sehr, sehr bitter. Das hat mich sehr traurig gemacht, um ehrlich zu sein. Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Können wir da oben lang? Ich habe keine Ahnung. Lass uns mal versuchen, da oben lang zu laufen. Oh, da sind Fußspuren. Die führen hier rein, oder was? Okay. Okay, die hätten uns dann wahrscheinlich einfach nur diese Werkbank gezeigt. Eine große Schleuse. Sie regeln damit den Wasserdurchfluss. Ah, das haben wir doch noch aktiviert, als wir mit Moira und Claire da oben waren, oder? Was ist das gerade überhaupt für ein Video? Warum zur Hölle haben wir Claire schon gerettet gesehen? Was ist das da hinten? Das Gebäude ist vielleicht ein Weg hoch. Lass uns in die Richtung gehen. Okay, alles klar. Wir wollen also auf jeden Fall darüber. Okay, dann... What? Okay. Können die schon zu uns, oder? Tatsache, die können schon zu uns schalten, wenn sie wollten. Ich muss mal eben die Lage checken. Okay, number one. Wo sind denn jetzt die anderen gewesen? Oh, die sind hier in dem Container drin. Alles klar. Warte, steht der hier vor. Oh, Leute, der steht hier vor. Alles klar, den können wir uns aber auch so snacken. Das sind wieder ganz normale Zombies, oder? Hallo, mein Freund. Zack. Jetzt ist natürlich die Frage, der hier drin steht. Der guckt wahrscheinlich auf jeden Fall zu. Da unten ist auch alles voll mit Zombies. Okay. Was ist das für ein komisches Geräusch? Sollen das Ratten sein? Ah ja, das sind Ratten, okay. Da unten läuft einer von diesen Ratten. Wie viele Zombies da unten liegen? Oh mein Gott. Ob wir wohl hier hoch können? Und dann von oben vielleicht da rein? Ich habe keine Ahnung. Nein, können wir nicht. Okay. Was machen wir denn nun? Es bleibt keine andere Wahl, als das hier aufzumachen. Und zu hoffen, dass der... Wo steht denn der? Lol. Der steht ja richtig scheiße, Mann. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt? Das scheint ja anscheinend nur so ein Verbandsding zu liegen, oder? Ich würde natürlich schon gern wissen, was dahinter ist. Pass auf, wir machen einmal so, dann machen wir mehr Schaden. Und dann werden wir den einfach schnell wegrotzen. So. Es war halt wirklich nur ein... Das ist doch nicht deren Ernst. Alla. Wow. Das war's. Mehr gibt es da nicht zu holen. Wir könnten noch darüber gehen. Aber da ist alles voll mit Zombies. Hey, warte. Wir können hier tausend Wege gehen, meine Freunde. Guck mal hier. Wir können auch hier lang gehen. Na, warte mal. Können wir gar nicht. Da fließt das Wasser lang. Okay. Da können wir gar nicht lang. Ich habe was Falsches erzählt. Da müssen wir wahrscheinlich später nochmal lang, oder? Aber wir können da hinten noch was holen, sehe ich gerade. Oh, never mind. Jetzt können wir hier nicht mehr rüber, oder was? Oh. Okay, wir müssen nochmal hier lang. Laufen wir hier wohl nochmal mit der Claire lang? Laufen wir... Okay, da kommen wir gar nicht rüber. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Okay. Wie ihr merkt, ich bin auf jeden Fall noch etwas lost in diesem Game. Muss jetzt mal wieder reinkommen. So. Okay, dann müssen wir wohl hier runter und die ganzen Zombies bekämpfen. Ich würde es aber sagen, bevor wir das tun, nehmen wir jetzt einmal die Moira. Und da vorne ist etwas. Sei vorsichtig.
Wir werden erstmal den hier auslöschen, direkt an der Leiter. Hopp. Zack, da steht er nämlich schon auf, der kleine Wichser. Zack, komm her, du. Oh, das war gut. Lol. Oh man, Rage. Was war das denn bitte? Jetzt muss ich gegen den kämpfen, oder was? Der ist tot. Warte mal, ich muss mal eben. Für das MG haben wir nämlich gar nicht mehr so viel Munition, sehe ich gerade. Oh, für die Pistole auch nicht. Oh, verdammt nochmal. Okay, das war ganz gut, glaube ich. Machen wir einmal den Wechsel hier. Wupp, wupp. Dann machen wir nämlich mehr Schaden. Okay, der war anscheinend tot. Wie sieht's mit dir aus? Oh, der steht nochmal auf. Oder? Oh, scheiße, eine Kugel verschenkt man. Guck, was ist denn mit ihm da hinten nicht in Ordnung? Weg mit dir, du Penner. So. Alles klar, den haben wir auch. So, jetzt müssen wir noch den Einwechsel hier wegnehmen. Warte mal. Der stirbt. Der ist auch tot. Und was ist mit ihm? Dann wird der wahrscheinlich. Alles klar. Steht der auf? Nein, der ist tot. Oh Mann, das ist natürlich bitter. Wir müssen jetzt hier runter. Und in der Zeit sind wir natürlich angreifbar. Oh lol, guck mal. Wir können uns den einfach von hinten schnabulieren. Oh, so einfach kann das gehen, meine Freunde. Da wirst du einfach von hinten einfach von einem Barrier stochen. Ohne Probleme. So. Lass uns schnell hier hoch. Oh mein Gott. Ich bin echt lost noch in diesem Game. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wir haben jetzt letzte Wochenende haben wir 3 Tage gestreamt. Wir haben erst unseren allerersten Stream angeschmissen. Beziehungsweise Cloud und Disrock haben ja schon mal gestreamt. Ich glaube, die haben Payday 2 gestreamt. Aber diesmal haben wir das neue Mirror's Edge gestreamt und haben es komplett durchgespielt über 3 Tage lang. Und dann haben wir noch ein bisschen Fallout gespielt und wir haben Last of Us angefangen. Last of Us werden wir auch, ich glaube morgen haben wir geplant, das weiter zu spielen. Also wenn ihr Bock habt auf Last of Us, fuck that shit, Mann. Wo kommen die denn her? Oh nein. Eigentlich wollte ich den treffen. So eine verfluchte Krabbitte. Oh, da kommen noch welche von diesen Viechern. Kommen da noch mehr? Mal eben die Augen aufhalten. No. Okay. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, wir wollen vielleicht morgen dann den Last of Us Stream starten. Da könnt ihr auf jeden Fall wieder einschalten, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Bei Mirror's Edge waren auf jeden Fall schon ein paar Leute dabei. Und wir konnten ein paar neue Follower ziehen, das war ganz cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir sind auf jeden Fall jetzt so ein bisschen Stream gehypt. Wir wollen das auf jeden Fall jetzt öfter machen. Vielleicht werde ich auch demnächst mal ein bisschen alleine streamen. Ich habe nämlich geplant eigentlich, nachdem ich Resident Evil oder Metro durch habe, mit Metro 2 natürlich, also Last Light heißt glaube ich, ne, anzufangen. Aber ich wollte auch Dead Space anfangen zu spielen. Also den ersten Teil. Und dann vielleicht noch den zweiten Teil. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf Dead Space, aber ich habe mir gedacht, eigentlich könnte ich das auch im Livestream spielen. Da hätte ich schon Bock drauf. Warte mal, können wir da rüber? Hätten wir einfach hier hochgehen können und dann da rüberlaufen? Oh, guck mal. Da liegt noch eine Heil... Wir haben so viele Heilkräuter, wir brauchen die, glaube ich, gar nicht. Obwohl, Heilkräuter kann man nie genug haben, oder? Ich versuche mal eben hier runter zu gehen und das... Nevermind, okay. Scheiße, Mann. Jetzt kommen wir da leider nicht mehr hin. Ah, komm, wir lassen die Heilkräuter einfach da liegen. Vielleicht können wir die später mit Claire nochmal aufheben, obwohl ich glaube nicht, wahrscheinlich wird dann hier das Wasser durchlaufen und dann werden wir da sowieso nicht mehr drauf kommen. Also, scheiß drauf. Lassen wir die Heilkräuter da halt einfach liegen. Irgendwie laufe ich gerade verdammt wenig mit Dings rum, oder? Mit Natalia. Normalerweise bin ich ja immer... Würde gerade sagen, was war das denn? Aber das war so eine komische Motte. Ah, wir haben hier wieder neues Spielzeug bekommen. Und zwar machen wir uns... da war ein kalter Schauer gerade. Wir machen uns hier so ein so eine Brandflasche. Hm, die mochte ich. So, dann gehen wir mal hier. Boah, ich laufe ein bisschen mehr mit Natalia wieder rum. Sonst übersehen wir vor allen Dingen auch wieder. Oh, da liegt wieder was. So viele Dinge, glaube ich. Alles klar, Brudi.
Was war das denn mal? Zack. Headshot. Oh shit, Mann. Goodbye, Motherfucker. Boah, ich hab aber heute wieder den Aimbot an, meine Freunde. So, liegt dahinter vielleicht noch was? Schaut nicht danach aus. Okay. Oh, die Tür wird anscheinend abgeschlossen sein, gehe ich mal ganz schwer von aus. Oh, nevermind, die ist doch nicht abgeschlossen. Okay, kommen wir dann da von hier raus rein? Noch eine Flasche. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Kombinieren mit... Wo haben wir denn das Zeug da? Haben wir den Alkohol? Und dann einfach immer übergeben. Dankeschön. Okay, wir müssen jetzt leider mit der Natalia hier durch. Das ist gar nicht gut. Kannst du dich bitte wieder umdrehen und einmal da durchklettern? Okay, dankeschön. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie wir den jetzt... Ich könnte ihm jetzt ins Bein schießen, aber ich glaube, das bringt nicht ganz so viel, oder? Wie zur Hölle kriegen wir den denn jetzt umgebracht, Mann? Warum läuft der denn jetzt da doof in die Ecke? Natalia, komm mal hier bitte. Der soll mal... Oh mein Gott. Wie scheiße ist das denn jetzt, Mann? Ja, genau, komm mal hier rüber, Mann. So, ich schieße jetzt in den Fuß. Zack. Zack. Ich hoffe, er ist tot. Ich glaube, er ist tot, Mann. Ja, alles klar. Wir können rein. Wir können da rein und dann schauen wir mal, was wir da Schönes kriegen, Mann. So, schaut mal. Gut, dass wir da reingegangen sind. Ich wollte gerade sagen, das war doch jetzt nicht auf Anhieb richtig, Mann. Okay, wir waren wirklich fast richtig. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Jo, es gab, jetzt war ja, die letzten Tage war ja die E3, ich meine, die läuft ja immer noch, aber es waren so, wurden so viele geile Spiele. Oh. Warte mal. Ah, wir müssen mal einmal hier, Scheiße, Mann. Aber wir haben davon so viel, ich schmeiß davon weg. Was weg? So, zack. Von der anderen Seite verschlossen. What? What? Können wir hier doch vielleicht durch? Okay, ich weiß nicht, ob es das jetzt wirklich gebracht hat, aber wir schauen einfach mal. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwie irgendwas anderes interessant. Alter, jetzt habe ich keinen verfickten Stein oder was? Ich habe... Oh mein Gott, jetzt muss ich da halt nochmal eine Patrone für verschießen. Und das für 100 Punkte. Oh Mann. Jetzt habe ich wertvolle Munition verballert für 100 Punkte. Naja, okay. Es ist auf jeden Fall gerade die E3 am Start und ich bin so gehypt, Mann. Es kommen so viele geile Spiele. Es wird auch ein neuer Resident Evil angekündigt. Und das Problem ist aber, dass es das, was heißt das Problem? Es kommt natürlich auch für PC und PlayStation und Xbox, glaube ich, alles raus, so, ne? Aber das Problem ist, was mich leider ein bisschen stört, ist, dass man jetzt schon eine Demo von Resident Evil 7 anspielen kann, aber die kann man leider nur auf PlayStation 4 spielen, Mann. Warte mal, wo bin ich gerade? Wollten wir nicht da oben hoch? Und von da aus irgendwie weiter? Ich bin gerade... Wollte gerade sagen, Mann, wir wollten doch hier weiter. Okay, wir müssen hier wahrscheinlich runter. So, zack. Und ich bin einfach so gehypt, weil ich mir jetzt schon bei mehreren Leuten das Spiel angeguckt habe, beziehungsweise die Demo, weil ich es ja nicht selber spielen kann. Und ich wollte halt einfach nicht warten. Die Demo wird auch noch für andere Konsolen kommen, also für die Xbox nochmal und für PC wird die Demo auch noch rauskommen. Aber ich weiß leider nicht, wann da wurde. Das wurde noch nicht released. Und ich bin auf jeden Fall mega gehypt, Mann. Dann andere schöne Titel wie Detroit Become Human zum Beispiel, auch mega stark. Da freue ich mich auch super drauf. Und was kam noch? Oh Mann, was war denn da noch, worauf ich mich so mega freue? Oh, das neue Dishonored, genau. Das Ding ist riesig.
Ist wie einer dieser Kräne, die man auf Schrottplätzen sieht. Oh, Kran, okay. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt gleich ein Kran-Rätsel. Würde mich nicht wundern. Okay, wir laufen jetzt mal ein bisschen wieder mit Natalia rum. Kann nämlich passieren, dass hier gleich wieder ein paar Gegner auftauchen. So, was wollte ich erzählen? Sackgasse. Wir müssen den Kran raufklettern. Ja. Ist weit bis runter. Ist weit bis runter? What the fuck? Okay, oh, guck mal da, was wir da noch haben. Da gibt's nicht. Oh, warte, erstmal müssen wir jetzt hier dem Barry unsere Munition geben. So, nice. Und wir haben eine neue Teilebox gerade gefunden. Oh, noch mehr Sturmgewehr Munition. Das ist sehr gut. Davon haben wir nämlich in letzter Zeit relativ viel verballert. Was, worauf freue ich mich denn noch? Ach ja, Dishonored wird halt mega gut. Und, Watch Dogs 2 fand ich sah auch gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Da habe ich den ersten Teil aber gar nicht gespielt. Ich glaube, ich habe die ersten 30 Minuten von Watch Dogs 1 gespielt. Wie gesagt, ich habe halt leider keine eigene Playstation. Das habe ich halt immer mal so bei Freunden angespielt und so. Und, mir wurde aber gesagt, dass Watch Dogs 1 gar nicht so spannend gewesen sein soll. So, jetzt müssen wir uns mal eben hier ein bisschen umschauen. Wir gehen mal zu dem komischen Mannequin hier. So, Kran-Betriebsbericht 1. Betriebsbericht vom letzten Monat. Erreichte Quote 80%. Tode durch Fall 4. LOL. Arbeitsunfälle senken die Produktivität der Arbeiter und reduzieren die monatliche Quotenerfüllung. Arbeiten Sie sicher und achten Sie darauf, nicht zu fallen. Ja, ich meine, hat schon eine schöne... What the fuck? What? Warum springt sie denn... Lol, man konnte doch sonst nie irgendwo runterfallen. Warum kann man denn jetzt da wirklich runterfallen? Oh, lol, Mann. Okay. Das war jetzt ein bisschen... Okay, ich drück mal jetzt eben hier den Knopf und guck mal, was passiert. Alles klar. Okay, ich weiß, was wir zu tun haben. Wir müssen wahrscheinlich Natalia jetzt erstmal, oder Barry. Einen von beiden müssen wir auf jeden Fall wieder schicken. Deswegen konnten wir da wahrscheinlich auch runterfallen, was? Hm. Okay, wir werden es einfach mal testen. So. Okay, was machen wir hiermit? Ah, okay. Okay, wir können sie damit runterfallen. Ah, okay, ich verstehe. Aber guck mal, wir können da noch ein bisschen höher, ne? Wir können hier noch... warte mal, wir wechseln mal eben zu Natalia. Oh lol, jetzt können wir da gar nicht... Okay, wir müssen doch nochmal einen weiter, meine Freunde. Ich werde hier mal eben rüber wandern. So, zack, dann werden wir das hier nochmal auslösen. Weil da drüben lag auf jeden Fall noch was auf dem Boden und da ist noch eine Kiste dran. Ich hoffe, sie hat noch ihren Stein in der Hand. Hat sie noch ihren Stein in der Hand? Sie hat natürlich ihren Scheißstein nicht mehr in der Hand, weil wir gerade runtergefallen sind, ne? Oh Mann. Oh Mann. Haben wir hier vielleicht noch einen Stein liegen, Mann? Nein, hier haben wir nur Rubine. Ach, ist das bitter. Okay, Mann. Dann müssen wir tatsächlich jetzt mit Barry einmal darüber. Können wir das von hier aus schon... Scheiße, Mann. Doch, können wir. Zack. Okay, sehr gut. Dann, Barry. Rüber mit dir. Oh, wehe, du fällst da runter, Mann. Der steht da so krass am Rand. So und... So. Ach, guck mal, der, Mann. Sehr schön. Da haben wir das erste Emblem. Wahrscheinlich haben wir schon eins verpasst. Naja, never mind. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder zurück, weil hier kommen wir nicht weiter. So, whoop. Hallo? Kannst du einmal bitte? Dankeschön. Hier konnten wir auch nicht rüber, oder? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal sowieso da hoch und dann auf der anderen Seite wieder runterklettern. Oh, meine Nase, ich hab gerade Leute. Oh, sorry, Mann. So. Dann laufen wir hier mal wieder rüber. Kommst du hinterher, Barry? Oder? Okay, der bleibt da halt einfach wirklich stehen jetzt, ne? Gut, dann müssen wir
Boah, ich habe Angst, dass ich hier runterfallen kann, weil man jetzt hier einfach wirklich überall runterfallen kann. So, okay, dann lösen wir das jetzt hier mal aus. So, dann nehmen wir jetzt erstmal Barry. Fahren mit Barry rüber. Ob das Rätsel wohl so spannend bleibt, Mann? Das ist für ein verdammt schwieriges Rätsel, Mann. Ich glaub's ja nicht. Steht ja nochmal wieder was dort hinten? Nee, okay, da steht nichts drauf tatsächlich. So, okay, wir müssen hoch, ne? Ach, Natalia, kommst du jetzt ernsthaft nicht nach, weil du halt auf dieser Plattform stehst, oder was? Okay, dann stellen wir dich jetzt hier hin. So, dann solltest du aber nachkommen, oder? Okay, ich glaube, sie kommt jetzt gleich nach. Oh, hier knarzt alles so, Mann. Das fühlt sich so an, als wenn das ganze Scheißding gleich zusammenbrechen würde. Oh, was liegt denn da? Da liegt eine Flasche. Oh Leute, können wir da rüber? Kommen da tatsächlich ja nicht rüber, Mann. Wie sollen wir... What? Hey. Wie sollen wir denn da rüberkommen? Können wir hier vielleicht da so hinten rüberspringen und dann so zack, zack, da so halt, wisst ihr? Nee, kann man nicht machen. Also ich habe auch Angst, wieder hier runterzufallen. Weil irgendwie kann man hier tatsächlich runterfallen. Ich weiß nicht warum, aber man kann hier runter. Lol. Na, das Ding wird bald einstürzen. Aber wir schaffen es wohl noch rüber. Warum kommt Natalia hier nicht einfach mal hoch, endlich? Ah, meine Nase juckt die ganze Zeit, Leute. Ich fühle mich beobachtet. Hör auf mich zu beobachten, mein Freund. Guck, wo anders hin. Jetzt beobachtest du mich schon wieder. Wow, ich sehe das ganz genau. Echt hoch. Das stimmt. Ganz hoch oben. What? Warte mal. Warte mal. Wir kommen jetzt hier nicht mehr rüber, ne? Oh, lol. What the fuck? Das heißt, wir müssen... What? Ach, man kann diese Plattform hier bewegen. Och, ich bin so ein Idiot, Mann. Okay, ich verstehe. Ach, guck mal einer an, Alter. Alles klar. Okay, dann können wir ja... Dann können wir da hinten doch hin, Mann. Zu der... Sollen wir uns die Flasche noch holen? Können wir uns die Flasche eigentlich noch holen, Mann? Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen ein paar Brandflaschen. Ich glaube, die Flasche holen wir uns noch. Und ich mache mich gerade noch über das Rätsel lustig. Und dann check ich es halt einfach erstmal nicht, ne? Okay, wir ziehen das Ding jetzt einfach mal hier kurz rüber. Ah, Leute, wir müssen... Da, meine ich. Was mache ich denn hier? Ich meinte hier rüber. So. Hey, ich habe gesagt, du sollst mich nicht beobachten, Mann. Meine Nase hier auf der Seite. So, holen wir uns da mal die Flasche schnell. Wupp, wupp, wupp. Oh, das ist schon eine explosive Flasche. Okay, das ist ja noch viel geiler, Mann. Da brauchen wir die gar nicht erst craften. Oh, nice. So, dann müssen wir hier einmal komplett rüber. Oh, dann müssen wir noch weiter. Können wir hier auch... Ist wie einer dieser Kräne, die man auf Schrottplätzen sieht. Okay, dann müssen wir jetzt hier einmal rüberfahren. Kann man hier was lesen? Nein, kann man nicht mehr. Die komischen Figuren, Mann. Das sieht aus, als würde da haufenweise Blut drauf sein. Das soll wahrscheinlich einfach nur Rost sein, oder? Ich finde, das sieht einfach so übertrieben lustig aus, wie das Ding da steht. Naja, naja. Okay, so zack. Dann können wir mit Natalia schon mal da drauf gehen, damit... Da war ein Speicherpunkt. Okay, meine Freunde, hier war ein Speicherpunkt und wir haben schon... Okay, wir haben schon unsere halbe Stunde erreicht. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall schon wieder Ende. Es ist gar nicht so viel passiert, oder? Ah, es tut mir leid, Mann. Wer liegt denn da? Oh, da liegt jemand. Wer das wohl ist, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, meine Freunde. Danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Däumchen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, da würden wir uns darüber freuen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf Last of Us habt, Remastered Edition natürlich, die werden wir auf jeden Fall morgen im Livestream spielen. Wir werden das Ganze aber auch nochmal ankündigen. Auf Facebook, auf Twitter. Und ich glaube, hier bei YouTube können wir auch so eine Event...
Dingsbums-Einladungen erstellen. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Da muss ich mich nochmal irgendwie genau so ein bisschen mit beschäftigen. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann schaltet einfach morgen beim Stream ein. Wir würden uns freuen, wenn ihr da einschaltet. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet, wenn es heißt Resident Evil 2 Revelations. Revelations 2, so. natürlich. Und ja, es wird auf jeden Fall jetzt wieder routinierter Videos geben. Das kann ich euch versprechen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge oder vielleicht morgen im Stream. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Cheerio, meine Freunde.